Hallo und willkommen zurück bei den Tool Brothers. Mein Name ist Flo und wir haben heute 6 Metabo-Akkuwinkelschleifer bei uns und wollen mal die Unterschiede zeigen oder auf die Unterschiede eingehen, welche bei diesen Winkelschleifern existieren. Da muss ich auch sagen, der Name der Winkelschleifer hilft uns schon mal sehr gut, dass wir ungefähr rausfinden können, wo die Unterschiede hier liegen. Und auch nochmal ein großes Dank an euch, weil ohne euch hätte ich diese Typenbezeichnung auf jeden Fall nicht verstanden. Das war wirklich top. Also, auf geht's zu den Unterschieden der Metabo-Akkuwinkelschleifer. Gehen wir erstmal auf die Typenbezeichnung ein und die ist wirklich einfach gehalten. W, also wir nehmen den hier als Beispiel, das ist der W18L925 Quick und das W steht natürlich für Winkelschleifer, die 18 für die 18 Volt Klasse, L steht für die Leistungsklasse, da gibt es 3 Stück, einmal das normale L, LT und LTX, wobei das L für die Einsteigerklasse steht, da haben wir 2 Winkelschleifer und da haben wir noch den restlichen mit der LT-Klasse, das ist so die Mittelklasse. Alles, was noch für wirklich harte Anwendungen gedacht ist, ist die LTX-Klasse. Weiter geht's mit der 9 und zwar die 9 steht für die ungefähre Leistung, die das Gerät haben soll gegenüber eines Netzgerätes. Und zwar 9 für 900 Watt, haben wir hier einen mit einer 11 drauf, wären das 1100 Watt. Die 125 steht für den Scheibendurchmesser, auch klar, und das Quick für ein Schnellwechselsystem. Und da müsst ihr auch ein bisschen drauf achten. Nur weil da Quick draufsteht, heißt es nicht, wir haben eine gute Mutter verbaut. Zum Beispiel bei dem Modell haben wir hier eine Schnellwechselmutter. Mit so einem kleinen Ring müssen wir den Knopf drücken, können das drehen und können dann sozusagen werkzeuglos die Scheibe wechseln. Das ist sozusagen das einfache System und dann gibt es noch die 9 Schnellspannmuttern von Metabo. Das sind, lass mich nicht lügen, diese hier, die M-Quick. Die sorgen dafür, dass ihr wirklich nur noch mit diesem Ring oder nur noch diese Mutter draufschrauben müsst. Und sobald der Winkelschleifer Umdrehung bekommt, können wir einmal zeigen, drückt sich hier hinten dieser kleine Ring raus und zieht die Scheibe fest. Finde ich, ist ein bisschen schöneres System, weil ihr könnt wirklich richtig gut festziehen und ihr könnt euch auch sicher sein, dass es dann durch die Drehung, durch die Zentrifugalkraft auf jeden Fall hält. Finde ich ein bisschen schöner, kann man aber über den Namen nicht rausfinden, welche Mutter mit dabei ist. Man kann aber, glaube ich, schon sagen, dass bei den LT-Winkelschleifern diese Mutter eigentlich immer mit dabei ist. Müsst ihr immer noch den Knopf drücken, das ist wichtig, und dann könnt ihr das richtig festziehen. Kommen wir jetzt nochmal zum ersten Buchstaben. Der steht zwar für Winkelschleifer, aber es gibt auch noch andere Bezeichnungen, wie zum Beispiel hier der WB, WPB und der WVB. Ist aber relativ easy. Und zwar, sobald ihr ein B drin habt, ist es eine Motorbremse, die verbaut wurde. Und die Motorbremse ist wirklich gut. Auf dem Winkelschleifer mit der Bremse steht auch drauf, dass sie eine Fast Break haben und ungefähr eine Sekunde brauchen zum Bremsen. Können wir kurz ausprobieren. Einmal Knopf drücken, Mutter richtig festziehen. Zack. Ich bin da immer ein bisschen auf der sicheren Seite und ziehe es ein bisschen doller fest. Und dann habt ihr wirklich einen Winkelschleifer, der wirklich sehr gut von der Bremse funktioniert. Bin ich ein mega Fan. Finde ich super, sehr, sehr gut. So, nächster Punkt, nehmen wir gleich mal hier ihn. Das ist der WPB und zwar steht das P nichts für was ganz Einfaches und zwar den Paddelschalter, den wir hier unten haben. Ich sage mal Paddelschalter, ist ja auch mit einem P gekennzeichnet. Viele sagen, es ist ein Totmannschalter. Warum wird dann aber kein T eingesetzt, sondern ein P? Weil es ein Paddelschalter ist. Meine Meinung. So, und dann kommen wir noch zu dem V. Und das V ist ein bisschen komplizierter. Und zwar, das V sagt zwar aus, dass wir eine variable Drehzahleinstellung haben, aber nicht welche. Und zwar gibt es 3 verschiedene. Es gibt die V, die VC und VTC. Das ist aber in der Typenbezeichnung nicht erkennbar. V wäre einfach die variable Drehzahleinstellung. VC wäre die Konstamatik, das heißt, die Drehzahl soll konstant bleiben bei dem Winkelschleifer unter Last. Und die VTC ist eine Vario-Tacho-Konstamatik. Und diese Vario-Tacho-Konstamatik soll dafür sorgen, dass der Winkelschleifer noch besser die Leistung hält. Also sozusagen haben wir bei diesen Konstamatik-Sachen nochmal 2 Stufen unterschieden. Das eine ist halt eine kleine Regelung, dass der Winkelschleifer gegendrücken soll, also gegenregeln soll. Und bei den VTC-Modellen sozusagen ist es noch stärker, dass er konstant die Leistung halten soll. Werden wir rausfinden mit einem, der es wirklich komplett hat und einem normalen Einsteigerklasse, also einem L-Winkelschleifer zu einem LT. Und dann finden wir das mal raus. Ob euer Winkelschleifer der Wahl diese Vario-Tacho-Konstamatik mit verbaut hat, könnt ihr nicht über die Typenbezeichnung ableiten. Da hilft wirklich dann nochmal entweder ein Blick in die Anleitung oder auf die Produktseite, bevor ihr es kaufen wollt, um es rauszufinden. Bei uns auf der Webseite müsst es aber auf jeden Fall mit drinne stehen. So könnt ihr auf jeden Fall davon ausgehen, dass ihr es auch filtern könnt. Und dann seht ihr, welcher Winkelschleifer was hat.
Nochmal ein ganz großes Achtung an dieser Stelle, und zwar, was ihr nicht in der Typenbezeichnung finden werdet, ist, dass ihr den Akku drehen könnt bei manchen Modellen. Also alles, was LT aufwärts ist, habt ihr hinten einen kleinen Knopf und könnt dann den Akku einfach wegdrehen. Macht halt voll Sinn, weil wir dann mit so einem großen LIHD-Akku einfach den Akku aus dem Weg schaffen können und sozusagen uns mehr Platz schaffen. Das heißt, in manchen Situationen macht es halt echt einen großen Vorteil. Aber jetzt sagt ihr mir mal bitte, was das hier soll oder was ihr davon haltet. Finde ich nicht so schön, hätten sie vielleicht ein bisschen besser machen können, aber die Funktion an sich schon mal cool, aber wie gesagt nicht in der Typenbezeichnung mit vorhanden. Dann gibt es noch ein paar mehr Dinger, die es halt nicht in die Typenbezeichnung geschafft hat, und zwar gibt es eine elektronische Sicherheitskupplung, was das Kickback minimieren soll, und diese elektronische Sicherheitskupplung ist nur bei den L-Modellen verbaut, und dann gibt es auch eine mechanische Sicherheitskupplung, was das noch mal ein bisschen besser reduzieren soll, also das Kickback, falls die Scheibe blockiert, und das ist eine S-Automatic-Mechanical Safety Clutch, so wie es Metabo schimpft. Also eine mechanische Sicherheitskupplung, um euch Anwender einfach zu schützen. Finde ich schon mal ganz cool, ist aber den LT-Modellen vorbehalten. Und bei den guten LT-Modellen haben wir noch was anderes mit verbaut. Und zwar seht ihr hier hinten so eine kleine Plastikkappe mit zwei LEDs auf der rechten und linken Seite. Einmal steht da Heat und einmal Protect. Das heißt, wir haben Überhitzungsschutz in den Winkelschleifer mit verbaut und einen Überlastungsschutz. Und dann wird sozusagen jede LED einzeln einfach angehen und wird dir sagen, ey, ich habe auf jeden Fall ein bisschen zu viel Hitze abbekommen oder ich bin überlastet, und dann schalten die einfach ab. Wird bei denen mit angezeigt, bei den LT-Modellen. Die anderen beiden, die kleineren, die Einsteigermodelle, haben es einfach nicht. Ist okay. Noch eine Gemeinsamkeit für alle Winkelschleifer, die wir haben, und zwar können wir die Schutzhaube werkzeuglos einfach drehen. Das heißt, wir können diesen Hebel hier nach vorne ziehen und können die Haube einfach drehen. Finde ich schon mal ganz cool gemacht. Hat aber das kleinste Modell hier in der Reihe, hat es nicht. Wie alt bewährt, kleine Schraube, könnt ihr lösen, könnt die Haube rumdrehen und einfach, sag ich mal, wieder festziehen. Vorteil ist bei dieser Haube, dass ihr sie frei einstellen könnt. Bei den anderen haben wir immer Rasterpunkte. Das heißt, sobald ich diesen Knopf drücke, habe ich einen Rasterpunkt. Natürlich kann ich sie auch hier stehen lassen, aber wenn ich irgendwo gegenkomme, kommt er zum nächsten Rasterpunkt und ist da wieder eingerastet. Ne? Das ist halt, finde ich, ganz cool. Haben alle, bis auf der ganz kleine, nicht. Und dann kommen wir auch zum nächsten Punkt, den technischen Daten. Und zwar haben wir bei den Kleinmodellen, bei den L-Winkelschleifern, haben wir eine Drehzahl von 8500 Umdrehungen in der Minute. Und bei den anderen Modellen, die keine Drehzahlregulierung haben, haben wir 10.000 Umdrehungen in der Minute. Der drehzahlregulierbare Winkelschleifer hat eine Drehzahl von 2800 in der ersten Stufe bis zur sechsten Stufe hoch. Lass mich nochmal lügen. Also genau, haben wir ein Drehrad hier vorne. Bis 10.000. Das heißt, wir haben 2.800 bis 10.000 Umdrehungen in der Minute. Schon mal ganz cool, aber ist halt, wie gesagt, einmal der mit der Drehzahlregulierung. Haben die anderen ja nicht. Und da habt ihr wieder das V in der Typenbezeichnung. Sobald das da ist, müsste das Rädchen auch mit drauf sein. Ansonsten ganz normale Winkelschleifer. Wir haben eine M14er Aufnahme vorne mit dran. Wir können, wie ihr auch schon gesehen habt, die X-Lock-Scheiben mit draufsetzen. Das habe ich hier gehabt. Diese Scheiben, die habe ich auch mit drauf gesetzt, einfach, das funktioniert, ist die ganz normale Aufnahme, jede Scheibe passt da drauf, finde ich schon mal ganz gut. Und einziger Unterschied ist noch halt der Vibrationsgriff. Wir haben eine Vibrationsdämpfung nur bei drei Modellen, und zwar der W18 LTBL, der hat auch noch einen normalen Plastikseitengriff. Alle anderen sollen schon vibrationsgedämpft sein vom Seitengriff, finde ich schon ganz gut. Frage ich mich aber auch, wie die Produktionskosten da sind, weil theoretisch sollten die nicht so hoch sein und jeder hätte einen verdient. Das ist aber meine eigene Meinung. Könnt ihr auch noch mal sagen, was ihr davon haltet. Ich finde eigentlich, dass so ein Griff überall dran könnte. Und dann sind wir auch schon soweit und kommen zu unseren Tests und werden mal gucken, was der ganz große Winkelschleifer mit der Drehzahlregulierung und der Vario Tacho Konstamatik so schafft gegenüber dem zweiten Modell mit der Quick Mutter. Und schauen einfach mal, wie er die Leistung hält. Viel Spaß.
Das ist schon geil. Kommen wir noch zu einem kleinen Fazit, und zwar, dass diese Leistungsklasse oder die Klassifizierung der Winkelschleifer mit dem L, LT und LTX hilft schon wirklich extremst. Also man hat ja schon einen großen Leistungsunterschied bei den beiden Winkelschleifern gemerkt. Aber wenn ihr Metabo-Akkus habt und einfach nur einen Winkelschleifer braucht, den ihr einmal im Monat oder alle zwei Monate mal rausholen wollt, würde ich halt schon zu den kleineren Modellen greifen, weil die auf jeden Fall auch schon ein bisschen preisgünstiger sind. Alles, was drüber geht, würde ich immer zu einem LT-Modell greifen, weil wir da auch alleine schon einen bürstenlosen Motor haben und die sind auch staubgeschützt, das heißt, da kommt nicht so viel Staub rein. Wir haben so Kappen, die wir abnehmen können und sauber machen können. Und da würde ich schon eher zu so einem greifen. Und wenn ihr wirklich richtig extremst damit arbeitet, guckt, dass ihr einen LTX bekommt oder zumindest den mit der variablen Drehzahleinstellung, weil da könnt ihr wirklich aufs Material genau den Winkelschleifer einstellen oder für euer Anliegen benutzen. Natürlich könnt ihr heute auch mal wieder was gewinnen, und zwar verlosen wir einen von den LT-Winkelschleifern. Dafür müsst ihr nicht viel mehr machen, als einen Kommentar unter dem Video dazulassen. Ein Abo und ein Like würden wir uns wie immer freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!